Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Factorio. Wir sind hier in massive Kampfhandlungen verstrickt, die dazu dienen sollen, dass wir ein bisschen Stein bekommen. Und guckt euch das an. Ist es nicht herzallerliebst geworden? Das haben wir einfach nur deswegen gebaut, weil hier halt ein Kupfervorkommen ist und da wir ungern Ressourcen überbauen, habe ich mich entschieden, da quasi so eine O-Bein-Anlage drumherum zu bauen. Ups, das kann nicht abgebaut werden. Warum kann das nicht abgebaut werden? Ich will das aber. So, pass auf, halt dich fest. Wir fahren mit unserem Bauzug wieder nach Hause. Wir haben zwar noch jede Menge zu tun da, aber... was habe ich denn jetzt für einen Knopf gedrückt? Okay. Bauzug Main, bitte fahr dahin. Ich würde gern ein bisschen kampftechnisch was anderes mal ausprobieren. Ah, scheiße. Scheiße sagt man nicht. Wir haben hier ein Problem. Wir haben hier ein Problem. Und zwar sieht das folgendermaßen aus. Wir kommen hier aus dem Kohlebahnhof nicht raus. Das heißt, der Zug hier, der wollte eigentlich ganz gerne... Was hast du für einen Fahrplan? Das ist auch ein Kohlezug. Den reißen wir jetzt einfach mal ab. Weil ich glaube, dass für unseren momentanen Bedarf ein Kohlezug ausreicht. So. Dann fährt auch der Ölzug wieder. Und wenn der Ölzug fährt, dann fährt auch unser Bauzug wieder. So. Warum auch immer er da gerade herfährt. Sehr interessant auf jeden Fall. So, und dann fahren wir einmal die große Baubahnhof. Ratter, Ratter, Ratter. Also manchmal verstehe ich die Fahrpläne nicht. Er hätte auch einfach geradeaus so hochfahren können. So, aussteigen bitte. So, wir gucken mal, was wir militärisch noch alles so bauen können. Verlangsamungskapsel. Uninteressant. Giftkapsel. Uninteressant. Verteidigerkapsel. Ebenfalls uninteressant. Wir gucken mal, was wir in Sachen Militärforschung machen können. Weil ich glaube, es gibt da noch bessere Kampfroboter. Ablenkerkapsel. Könnten wir machen. Ich glaube, die forschen wir mal. Wir gehen sowieso jetzt mal hin und kümmern uns mal um Forschung. Und das machen wir jetzt mal gerade zu Fuß. So, und dann kommen wir hinten in unser Forschungsgebiet rein. Da haben wir unseren Wasserbahnhof. Und da wird es nämlich gerade kompliziert. So, wir brauchen nicht mehr allzu viel Platz. Das heißt, alles was hier so in der Region ist, das können wir eigentlich nutzen, um da eine Forschungsanlage hinzustellen. Zu diesem Zwecke machen wir uns erstmal ein bisschen Platz. So bis hier ungefähr. Ohne außenliegende Signale abzureißen, das wäre mir sehr genehm. Und dann holen wir uns mal unsere Blaupause. Blaupausen, Bibliothek. Forschung gelb ist es nicht. Mega. So, Blaupause. Das soll unsere Forschungseinrichtung werden. Ich hätte die gerne ohne Mauern. Das heißt, die Mauern werde ich dann nochmal abreißen da. Aber im Großen und Ganzen wird das hier unsere Forschungseinrichtung. Oder lasse ich die Mauern da, wo sie sind?
Nein, das geht nämlich gar nicht. So. Eine Whitelist bitte und dann hätte ich gerne, dass du reinnimmst Mauern und Türen. Weil die brauchen wir da nicht. Die wollen wir da nicht. Fertig ab. So, Abbauplaner und dann machst du bitte den ganzen Käse wieder weg. Zack. Gut, gelbe Fließbänder werden benötigt, aber die produzieren wir ja auch, um die anderen Fließbänder bauen zu können. So, und dann nehmen wir die gleiche Blaupause nochmal. Hab ich da gelbe Greifarme? Ja gut, das macht ja eigentlich... Das ist okay so. Rote Greifarme müssten wir produzieren. Das machen wir mal selber. In der Hoffnung, dass... Ja, die können wir ja einfach ins Logistiksystem reinwerfen. Und dann dürfte das eigentlich funktionieren. Ich frage mich auch manchmal, wo ich den ganzen Kram her habe, den ich da irgendwie dann gerade mal schnell platzieren kann. Das hier ist Forschungsanlage Nummer 1. Können wir hier Speedmodule reinpfeffern? Ja, das können wir. Das ist gut. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich glaube, ich belasse es auch erstmal bei dieser einen Forschungsanlage. Türme sind in einen Kampf verwickelt. Das ist, das kann passieren. So, jetzt aufgepasst. Wie kriege ich... Jetzt habe ich natürlich da den Fließbandteiler hingesetzt, was total gut ist. So. Ich hätte gerne hier in dem Bereich... Gerade gucken, wo kommt denn die ganze Forschung überhaupt raus? Da oben. Es geht alles nach oben. Das sind vier verschiedene Sorten an Forschung. Habe ich hier die Möglichkeit, vier Gleise hinzusetzen, beziehungsweise vier Bells. 1, 2, 3, 4. Das passt. Gut. Das heißt, ich müsste mit dem hier dadurch... Mit dem dadurch. Und dann können wir das erstmal da oben herlaufen lassen. Das ist okay. Militär. Und hier dann bitte. Blau. Zack. Das kann man schon mal da hochlegen. Dann weiß man schon mal ungefähr, wo man hin will. Zack und zack und zack und zack und zack. Die sollen da hoch. So weit, so gut. So weit, so normal. Wir machen das mal so. So ist das schöner. Und dann nach oben bitte. Wären unsere ersten beiden Bells, die wir quasi dann da nach oben führen. Zack, 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 zack. Dann bitte einmal dahin und einmal dahin. Und die würde ich nämlich ganz nach oben bringen. Und dann haben wir einmal blau, einmal grau. Beziehungsweise Militärforschung. So, jetzt haben wir noch Rot und Grün. Und Rot und Grün, die kommen da lang. Da wäre es aber sinnvoller, wenn wir die in die andere Richtung führen. Sprich, so. Die mache ich mal leer. Die schmeißen wir nachher in die Forschungsanlage rein, weil ich habe die nämlich sehr, sehr ungern im Inventar. Bringen sie nämlich nichts. So und so. Wir haben schon eine ganze Weile haben wir jetzt hier verschiedene Forschungsflächen eigentlich so weit automatisiert,
dass wir die nutzen könnten. Wir nutzen sie aber nicht. Woran? Dass ich ein Depp bin. So. Das ist versorgt. Das ist versorgt. Stromversorgungstechnisch um nichts mehr kümmern erstmal. So. Dann nehmen wir nochmal diese zur Hand. Eins und zwei. Zack und zack. So. Die schmeißen wir jetzt hübsch wieder hier rüber. So. Und dann einmal bis... Ups, das war zu viel. Dahin. Wir wollen nämlich kein Durcheinander auf dem Feld haben. So. Und dann einmal unten durch. So, so viel zum Thema Forschung. Jetzt müssen wir das Ganze natürlich noch komplett darüber ziehen. Das kriegen wir sehr, sehr einfach hin. Weil da ist nämlich ein Signal, was wir berücksichtigen müssen. So. Und jetzt machen wir Folgendes. Jetzt machen wir uns mal ganz kurz eine Baupause. Zack. Und ungefähr so ein Abschnitt. Jawohl. Zack. Zack. Und zack. Mal gerade gucken, wir wollen hier noch nicht runter. Oder? Doch, eigentlich können wir hier schon runter. Ja, dann würde ich die letzte Forschungseinrichtung vielleicht hier in dem Bereich bauen, beziehungsweise den Bereich und den Bereich nutzen. Und dann können wir hier runtergehen. Sehr schön. So, jetzt wird's brutal. Hier haben wir natürlich jetzt auch wieder das gleiche Problem. So. Wie wunderschön das einfach wird, wenn man dann hier mit dem Zug vorbeifährt und da alles bunt ist. Ich mag bunt. Bunt ist genau meine Farbe. So. Eins, zwei. Ach, was machst du denn da? Und vier. So, und das Ganze hätte ich gerne nochmal in dem Bereich. Eins, zwei, drei und vier. Und dann nochmal ein paar Fließbänder dabei, damit das Ganze auch schön falsch rum ist. Oh Mann. So. So, und dann müssen wir natürlich hier an der Stelle nochmal dadurch. Und fertig ist der Regenbogen. Und hier wäre es natürlich dann wichtig, dass wir hier einigermaßen dann ankommen mit dem ganzen Krempel. So, wir machen mal nur Bäume und Felsen. Dann reißen wir die Bäume und Felsen hier in der Mitte mal ab. Die stören uns eh nur. So, was fehlt uns denn hier? Eigentlich gar nichts. Eigentlich sind nur Türme in Kampf verwickelt. Das heißt, wir könnten hier jetzt quasi noch eine zweite Forschungseinrichtung aufstellen. Das machen wir auch. Und zwar einmal in Rotation und... Machen wir das so? Das muss eins hoch. Jetzt hier schön bündig ist.
Ist das richtig? Ja. Genau so. Jetzt machen wir hier noch ein bisschen Abstand. Vielleicht so. Und da könnten wir vielleicht sogar in den sauren Apfel beißen und den Kram dann hier auch zulassen. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Wir brauchen nicht auf beiden Seiten vier. Sondern wir brauchen eigentlich nur sieben Zuleitungen. Gerade mal überlegen, wie das hier am sinnvollsten wäre. Ich gehe hier mal drei weg. Eins. So, wenn ich dann hier 1, 2, 3, dann sind es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ist das richtig? 3, 4, 5, 6. Ja! Gefällt mir. Können wir mal ganz kurz in diese Blaupause hier nutzen. Nämlich so und so. Dann führen wir das Ganze mal einfach da hoch. Ja, so kann man das machen. So, was jetzt natürlich die Sache ist. Wir haben hier unsere verschiedenen Belts. Und hier sagen wir zum Beispiel, wir wollen Belt 1. Als erstes einspeisen. Zack, zack, zack. Und das wollen wir dann hier an der Stelle als letztes einspeisen. Also wir gehen dann quasi gegenüberliegend. Dann haben wir als nächstes Belt 2. Der kommt dann dahin. So, den hätten wir natürlich jetzt gerne da. Und da haben wir schon das erste Problem. Schwierig. Okay. Belt 2 wollen wir nicht da haben, sondern an einer anderen Stelle. Das heißt, wir nehmen hier an der Stelle zum Beispiel Belt Nummer 3. Also wir überspringen quasi immer einen. Das Sinn. Oh, jetzt habe ich wieder einen Bauroboter abgebaut. Naja, so. Das ginge theoretisch. So. So wäre dann der Zugang für Belt 3 auf dem zweiten Slot. Das heißt, wir können dann quasi so darüber. Und der ist dann trotzdem angeschlossen. So, das heißt, wir haben hier 1 und 3. Das könnten wir uns schon mal markieren. Wobei wir die hier, glaube ich, von der Seite aus befüttern. So, zack. Und dann geht's weiter hier rüber. Ups, das war einmal falsch. So. Damit hätten wir jetzt unsere ersten Forschungspacks hier auf dem Band drauf. So, und hier hätten wir dann gerne Belt Nummer 1, 3, 5. So, das heißt, den überspringen wir wieder. Und gucken uns das mal an. Das können wir rein theoretisch an. Indem wir die noch eins runtersetzen.
So. Und den dann ganz normal anschließen. Zack. Und als nächstes hätten wir dann Belt Nummer 7. Und dann hoffe ich, dass wir die auch noch weiter darunter kriegen. Oh, das wird ganz schön kompliziert, das hier. Aufpassen. Zack und zack. Und Belt Nummer 5 wäre dann quasi hier. Belt Nummer 7, Entschuldigung. So. Den können wir dann auch einfach hier rüberführen. Ups, das war eigentlich grundlegend schon mal falsch. Jetzt haben wir nämlich hier wieder, naja, den gelben Belt haben wir woanders hingesetzt. Ist okay. So. Das heißt, wir haben die ungeraden Belts jetzt hier oben. Das heißt, die geraden Belts müssten wir dann da unten abgreifen und dann haben wir eigentlich alles hier auf dem Band. So, und das heißt, wir brauchen hier Belt Nummer 2. Wobei wir da den oberen auslassen. Aus gutem Grund. So, das ist Belt Nummer 2. Belt Nummer 2 geht hier so rüber. Dann haben wir Belt Nummer 4. Das wäre eher hier. Und dann hätten wir noch Belt Nummer 6. Das wäre dann hier an dieser Stelle. Ich bin gerade hochkonzentriert. Das war falsch. Ich bin hochkonzentriert und mache direkt den ersten Fehler. Wunderbar. Weil das alles natürlich schön funktionieren soll. Und das hier war schon mal grundlegend falsch. So, wir müssen nämlich die da drauf kriegen. So. Und uns reichen die langsamen Belts da auf jeden Fall aus. So. Was wir jetzt machen, der kann einfach wieder geradeaus weitergehen. So, und dann haben wir den, der muss da weiter. Der muss da weiter. Der muss da weiter. Der und der. So, ist doch okay. Ich denke, es funktioniert. Wir machen jetzt einmal Probe. Ich schmeiß jetzt mal hier einen blauen drauf. Zack. Und der landet natürlich unten. Ah. Zack. Und der geht da auf den Belt. Dann haben wir hier einen blauen. Ups, das war falsch. Das war rotieren. Da. Und nochmal. Da. Und der kommt da an. Dann haben wir noch den dritten Belt. Den können wir hier auch mal testen. 1 und 2. Und die kommen da oben an. Beziehungsweise dann hier. Ja, damit kann ich leben. Das ist okay. Gut, und hier haben wir es relativ einfach. Hier können wir den Kram einfach so anknüpfen, wie er kommt. Zack, und dann... Ja, da unten den einen Eingang lassen wir frei. Zack. Der bitte darüber und der bitte darüber. Und schon haben wir unsere Forschungsanlage laufen. Theoretisch. In der Praxis brauchen wir jetzt noch ein bisschen Strom. Was fehlt uns denn hier noch? Ja, Forschungseinrichtungen. Können wir gerade nicht bauen, weil uns Schaltkreise fehlen. Ist aber nicht schlimm.
Wir kümmern uns erstmal darum, dass wir hier überhaupt mal Strom bekommen. Das machen wir mittels eines Strommastes. Zack. So, und jetzt sollten die ersten Forschungspacks hier eingeladen werden, ganz genau. Es dauert ein bisschen, bis die sich komplett aufgeladen hat, die Anlage. Und in Blau kommt nichts nach, weil in Blau wahrscheinlich die roten Schaltkreise fehlen. Genau, weil wir alles haben außer rote Schaltkreise. Und da müsste ich nochmal gerade gucken, woran es denn da liegt. Also, hier produzieren wir eigentlich mehr als genug, wenn mich nicht alles täuscht. Wir haben 30.000. Der kann nicht zur Schaltkreisentlade grün fahren, weil die besetzt ist. Das ist diese hier. Aber die ist doch an, oder meine ich das nur? Jetzt mal Schaltkreis entlade grün. Da sollst du eigentlich hinfahren. Warum ist die rot? Rot gleich 0. Okay, da müssen wir jetzt mal hin. Da stimmt was mit der Schaltung nicht. Währenddessen kann das hier alles mal schön durchtropfen. Wir sind gerade den Flammenwerferschaden am Erhöhen. Das ist aber eigentlich nicht das, wo ich hin will. Aber dazu später. So, wir könnten rein theoretisch schon die rosa Farbpacks da konstruieren, wenn wir denn Steine hätten. Deswegen hatten wir da unten jetzt diese Exkursion gemacht. Wo wir dann aufgehört haben, weil wir dann da doch erstmal die Forschung anschmeißen wollen, damit wir da kampftechnisch ein bisschen mehr am Start sind. So. Dann gucken wir doch mal, was ist hier das Problem? So, ich musste mal ganz kurz raustappen, damit ich hier weiß, was Sache ist. Also, wenn wir kleiner oder gleich 20.000 sind, dann kommt grün. Wenn wir größer als 20.000 sind, kommt rot. Wir haben 0. Warum ist dann... Hier muss doch irgendwie dann rot sein. Hä? Warum ist da rot? Weil ich ein Depp bin. Weil ich die mal deaktiviert hatte. Damit wir keine roten Schaltkreise produzieren, weil wir das Problem hatten, dass wir zu viel Grüne verbraucht haben. Und dann habe ich die ganze Anlage stillgelegt. So. Du bekommst jetzt zusätzlich zu dem, was du sowieso schon anfragst, bitte Festbrennstoff. Zack. Das heißt, wir kriegen wieder rote Schaltkreise. Das ist doch schon mal gut. Jetzt können wir mal gerade gucken, was wir hier noch brauchen. 4 Türme sind in einen Kampf verwickelt. Da kommen unsere Schaltkreise. Guckt euch das an. Das heißt, ihr habt jetzt noch die Möglichkeit, unsere richtig geile rote Schaltkreisproduktion in Aktion zu sehen. Während das Ganze da reintröpfelt. Wir gehen einfach mal hier oben hin und gucken uns an, wie das Ganze dann hier ankommt. Während wir das Produktionstab aufmachen. So, wir schnellen hoch auf 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200. Hier ist noch relativ dünn. Wir sind inzwischen bei 1700 pro Minute. 1800. Forschung ist durch, die machen wir gleich.
Wir produzieren gerade 2000 rote Schaltkreise pro Minute. 2,1. Ungefähr 2,1. Ja, da tickert sogar fast auf 2,2 hoch. Sehr gut. Und der Zug mit den roten Schaltkreisen fährt gerade da weg und macht die nächste Versorgungsrunde. Sehr, sehr cool. Gefällt mir sehr, sehr cool. Ja, sehr, sehr gut. Ja. Wie sieht das Ganze aus? Wir haben hier die Bells noch am Laufen. Das passt. Hier wird weiterhin schön entladen. Das heißt, wir produzieren echt massiv gerade. 2,2, 2,3.000 pro Minute. Das ist schon echt brutal. Guckt euch das an. So. Und dieser Bahnhof füllt sich gerade. Gut, das ist jetzt nicht so massenhaft viel, was da jetzt ist, aber es verteilt sich schön auf die Kisten und kann dann abtransportiert werden. Müsste auch gleich wieder der Zug kommen für die Roten. Der ist gerade da hinten unterwegs und dürfte jetzt da abladen. Gucken wir gerade hier, was hier Sache ist. Da ist Kohle, da sind rote Schaltkreise. Warum fährt er nicht da raus? Oder ist der etwa schon da rausgefahren? Man weiß es nicht genau. Ah, da wird er wieder voll gemacht. So, was ich ganz gerne noch machen würde. Anforderungskiste. Wir brauchen Schaltkreise dafür. Gib mir mal davon ein paar. Zack. Und dann hätte ich gerne ein paar von den grünen. Danke sehr. Anforderungs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. Weil wir in unserem Lager, in unserem Logistiksystem noch so viele rote Schaltkreise drin haben, haben wir jetzt gerade mal Folgendes. Wir müssen das aber wegnehmen, weil wir haben nämlich dann sonst hier das Problem, dass wir wie so eine Art Kreislauf geschaffen haben. Anforderungskiste, zack, zack, zack und zack. Logistikanfrage, und zwar erweiterte Schaltkreise. Das können wir nicht dauerhaft betreiben, einfach aus dem Grund, wir haben die roten Schaltkreise da hinten in Anbieterkisten drin. Das heißt, wir fahren die mit dem Bahnhof dahin und packen die da in Anbieterkisten und bringen die dann von den Anbieterkisten wieder hier in den Beladebahnhof rein. Deswegen, das ist keine Dauerlösung, was wir hier machen. Nur um unser Lager da hinten leer zu bekommen, unsere Lagerkisten, wo wir nun mal sehr, sehr viel drin haben, müssten wir das jetzt mal gerade machen. Weil, guckt euch das an, wir haben ja einfach nur kistenweise von dem Zeug. Heftig. So, und von da kriegen wir es natürlich dann auch an die Stellen, wo wir es brauchen. Und sobald wir sehen, dass unsere Logistikroboter nur noch von der Mainbase dahin fliegen, müssen wir da natürlich dann was ändern. So. Hier steht ein Radar ohne Strom, das können wir mal wegreißen. Das braucht keiner mehr. So, jetzt erzähl mal, was machen wir als nächstes? Wir müssten mal gucken, dass wir unten eine Eisenplattenversorgung haben für unsere Apparatur hier. Aber die haben wir hier bereits. Wir liefern hier Eisenplatten in beide Richtungen. Und diese Schmelze da kann weg. Diese Schmelze kann weg. Dann machen wir das doch.
Genau, ich weiß auch gar nicht, was ich hier überhaupt gebaut habe. Jetzt mal ganz im Ernst. Ja, also so kriegen wir das auf jeden Fall auf Dingens. Auf mehrere Bells verteilt. So, wir machen hier Platz. Was mache ich denn hier überhaupt? Blacklist. So, einfach nochmal damit was da erstmal drin behalten. Die Einstellung. So. Das kann bitte alles weg. Bis auf den da, den brauchen wir noch. Aber das kann weg. So. Husch. Und husch. Und die versorgen wir mal gerade mit Strom. Ja, danke sehr. Das ist sehr freundlich von dir, dass du mir das gebracht hast. So. Ja, setzen wir die mal dahin. Den Rest kann er abbauen. Fände ich extrem okay. So, und quasi dieser Eingang, den wir hier haben, der kann dann auch weg. Ich sammle hier die ganze Zeit Bauroboter ein, das geht nicht. So, da verteilt er das einfach nur auf 8 Bells. Ist okay. So. Wobei das dann natürlich auch wesentlich einfacher geht. Oh nein! Zack. Und hier das machen wir uns einfach mal weg. Das ist wie so eine Art Denkmal, was wir jetzt hier geschaffen haben, ne? Wobei, das können wir eigentlich. Ja, komm, das lösen wir anders. Das lösen wir anders. Wir machen Folgendes. Nein. Bitte ohne Strommasten abzureißen. Danke. So, aufgepasst. Das machen wir ein bisschen schöner. Wir können keine Eisenplatten mitnehmen. Das finde ich sehr, sehr schade. Ich will eigentlich auch gar keine Eisenplatten mitnehmen. Da. Weg damit. Stahl brauche ich auch nicht unbedingt. Zahnräder kannst du dir auch einmachen. Habe ich noch eine Anbieterkiste? Natürlich nicht. Ich habe auch nicht genug dafür, um das bauen zu können. Oh! Und ich habe gerade die komplette Anlage vom Strom genommen. Das ist auch sehr, sehr gut. Ist auch vom Strom. Warum ist der vom. Ah, weil der nicht verbunden ist. Der Hund. So. Da machen wir noch ein Türmchen hin, ein kleines. Komm schon. Ah. So, dann läuft doch hier alles wieder. Schön. Die können wir jetzt hier anschließen, indem wir sagen, einmal darunter und einmal darunter. Gerne auch hier runter und da lang. So, jetzt haben wir hier eine schöne Stromversorgung für unsere Zahnradfabrik. Stromversorgung, Eisenversorgung, Eisenplattenversorgung und gleichzeitig die Versorgung hier für die Anlage. Uns fehlt hier aber Kupfer. Wo ist der Kupferzug? Der steht da. Der wird, glaube ich, da gerade entladen. Das heißt, wenn wir hier die nächste Lieferung Kupfer kriegen, dann wird da auch weiter fleißig grüne Schaltkreise produziert.
gucken jetzt mal gerade, was haben wir denn hier noch auf Lager? Nichts. Schön. Gut. Ja. Viel gemacht und wenig erreicht. So. Gucken uns jetzt mal gerade an, was wir hier forschungsmäßig erreichen können. Also wir haben hier ein paar blaue Flächen kreisen. Da in der Anlage und hier in der Anlage noch nicht, weil hier noch Sachen fehlen. Uns fehlen nämlich hier... Ah, wir haben ja wahrscheinlich gar keinen Einflussbereich mehr. Nein, haben wir auch nicht. Und das heißt, wir hätten gerne da in der Mitte nochmal irgendwo ein Logistikzentrum. Boah, leck mich fett. So, pass auf. Das machen wir nämlich hier hin. So. Und das kriegt dann auch noch ein bisschen Strom. Und dann dürfte da der Rest gebaut werden. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Da kommen die Drohnen. Schön. Dann müsste die Anlage nämlich auch bald anfangen, arbeiten zu können. Wenn Rot dann auch noch dazu kommt. So, hier schmeiße ich einfach mal alle Flächen rein, die ich habe. Zack. Und das ist halt jetzt eine andere Variante als die Pyramide, die ich in Silti benutze. Einfach nur, damit wir da nicht alles analog haben, sondern tatsächlich dann auch Unterschiede bestehen. Und wir gucken mal, Kapseln. Arbeitsrobotergeschwindigkeit ist es nicht. Transportrobotermenge ist es auch nicht. Kampfroboter 2. Die wollen wir haben. Forschen. Und die Forschung rennt relativ schnell. Hier können wir jetzt natürlich noch hingehen und die ein wenig beschleunigen. In der Hoffnung, dass das dann nicht zu viel wird. Wow. So, mal gucken, ob wir welche vergessen haben. Es sind überall welche drin, oder? Ja, schön. Können wir das hier auch nochmal machen? Und das war's. Verdammt. Wir brauchen mehr davon. Geschwindigkeitsmodule haben wir aber, glaube ich, jede Menge. Hier fehlt uns noch ein Fließband. Ja, jetzt geht's doch hier weiter. Dann kann sich das doch schon verteilen. Und Kampfroboter 2 ist durch. Krass. Jetzt können wir nämlich Ablenkerkapseln bauen. Die brauchen wir aber nicht. Ich hätte gerne Entladungsverteidigung nicht. Kampfroboter 3. Ah, da brauchen wir Geld für. Zerstörerkapsel. Dafür brauchen wir Ablenkerkapseln und Geschwindigkeitsmodule. Ja. Kohleverflüssigung, also da brauchen wir überall Violett für. Militär, Granatenschaden, den könnten wir eigentlich auch mal erhöhen. Ja, wir forschen mal wieder ein bisschen. Wir haben ja jetzt ein kleines Forschungszentrum. Gerade noch mal gucken, ob wir noch Speedmodule haben, aber dem scheint nicht so zu sein. Uns fehlen hier noch zwei Forschungszentren. 1, 2 Labore. Dafür brauchen wir... Ah, da müssen wir eigentlich alles haben. Das können wir gerade mal von Hand craften. So, und davon brauchen wir ein bisschen. Und davon. Und die Kohle, die hat sich auf jeden Fall richtig gelohnt, die zu bauen. Zack, zack, zack. Dann setzen wir die zwei noch dahin und beenden dann die Folge. Klack und klack. Sehr schön. Dann ist das nämlich auch fertig. Und dann haben wir Forschungszentren eigentlich... Ja, was heißt genug? Und hier fehlt uns ein Strommast. Wer hätte das gedacht? Den können wir doch mal da hinsetzen. Gut, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dahin. Ciao.